Das Rätsel der El-Tanan-Antenne, ein Unterwassermysterium. Dies ist ein Bild, das zeigt, was eine Unterwasserstruktur zu sein scheint. Wir sehen etwas, das einem massiven antiken Monument auf dem Meeresgrund ähnelt. Einige denken, es sei Atlantis, während andere sagen, es sei eine Fälschung. Bereits im Jahre 1962 beschloss die National Science Foundation der USA, dass es an der Zeit sei, ernsthafte wissenschaftliche Fortschritte zu machen, und baute ein hochmodernes ozeanografisches Forschungsschiff namens USNS Lanan. Dieses Schiff war das weltweit erste geophysikalische Schiff, das speziell dafür entwickelt wurde, die Antarktis und die sie umgebenden Gewässer zu erkunden. Und es lieferte. In den folgenden Jahren brachte die El-Tanan einen wahren Schatz an Daten zurück, der uns die Augen für zahlreiche unbekannte Wunder öffnete. Doch es lief nicht immer reibungslos. Einige seltsame Funde lauerten auf dem Meeresgrund. Einer der bizarrsten Entdeckungen geschah am 29. August 1964, als die El-Tanan gerade dabei war, Bilder vom Meeresboden westlich von Kap Horn aufzunehmen, fast 3000 Meter tief. Was sie fanden, war nichts Geringeres als erstaunlich. Direkt dort, mitten im Ozean, stand eine seltsame symmetrische Struktur. Sie war nur etwa 60 Zentimeter hoch, sah aber aus wie etwas aus einem Science-Fiction-Film. Stellen Sie sich eine Antenne vor, vermischt mit einem mittelalterlichen Apparat. Sie hatte Knötchen, Speichen und kugelförmige Knoten, was sie wie einen antiken Signalüberträger wirken ließ. Und diese Signale stammen von keinem anderen als einer außerirdischen Rasse. In Frage kommen mindestens 52 Alienrassen, die alle im Codex Cosmica, im Almanach der Alienspezies, beschrieben sind. Den Link dazu findest du unter dem Video oder direkt auf Amazon. Als der New Zealand Herald am 5. Dezember 1964 die Fotos in einem Artikel mit dem Titel »Rätselhaftes Bild vom Meeresgrund« veröffentlichte, waren die Wissenschaftler in einem Zustand der fassungslosen Ungläubigkeit. Der Artikel besagte sogar, dass das amerikanische Forschungsschiff El-Tanan gestern in Auckland eintraf, mit einem mysteriösen Foto, das in 2,2050 Faden, etwa 1600 Kilometer westlich von Kap Horn, aufgenommen wurde. Für den durchschnittlichen Leser sah es aus wie eine schicke Radioantenne, die aus dem Schlamm ragte. Der Artikel weckte Neugier und Begeisterung, und bald fragte sich jeder, was auf der Erde oder unter dem Meer dieses Ding sein könnte. Dieses seltsame Objekt, das als Lanan-Antenne bekannt wurde, löste jahrelange hitzige Debatten aus. Einige spekulierten, es sei ein Artefakt, das nicht an seinem Platz war, hinterlassen von einer alten Zivilisation, die einst in der Antarktis lebte, als diese noch warm und gemütlich war. Diese Leute glauben, dass Überreste ihrer Bauwerke unter den knapp 5 Kilometern Eis begraben sein könnten, die den Kontinent nun bedecken. Andere gingen noch weiter und vermuteten, es handle sich um außerirdische Technologie, die dort platziert wurde, um mit extraterrestrischen Wesen zu kommunizieren oder uns Menschen im Auge zu behalten. Nur für den Fall, dass wir uns daneben benehmen. Im Jahre 1968 griff der Autor Brad Steiger diese Idee auf und schrieb für das Magazin Saga über den erstaunlichen Fund der El-Tanan. Ein atemberaubendes Stück Maschinerie, das wie eine Kreuzung zwischen einer Fernsehantenne und einer Telemetrieantenne aussah. Ein absolut verblüffendes Enthüllungspotenzial. Stigers Worte schürten das Feuer weiter, und bald wirbelten Theorien über verlorene Zivilisationen und Aliens wie ein Strudel der Intrige umher. Natürlich stimmte nicht jeder den Theorien über Aliens oder antike Zivilisationen zu. Wissenschaftler eilten schnell herbei, um die Aufregung zu dämpfen, und erklärten, das mysteriöse Objekt sei lediglich ein Unterwasserschwamm, genauer gesagt ein Cladur hiza concrescens. Doch hier wird es interessant. Erstens ist die El-Tanan-Antenne von scharfen Winkeln und präzisen Formationen geprägt. Haben Sie jemals einen Schwamm mit solch einer Geometrie gesehen? Ich denke nicht. Dies war kein gewöhnlicher Schwamm. Er sah aus, als hätte er einen Abschluss in Geometrie von einer Ivy League-Universität. Zweitens neigen Cladur hiza concrescens Schwämme dazu, in Kolonien zu leben und sich wie Kaninchen zu vermehren. Sie brechen Stücke ab und heften sich wieder am Meeresboden an, um Gruppen zu bilden. Doch die Antenne stand ganz allein, stolz und isoliert. Hinzu kommt, dass in einer Tiefe von etwa 4000 Metern kein Sonnenlicht mehr bis dorthin vordringt, was bedeutet, dass weder Pflanzen noch Schwämme dort Photosynthese betreiben können. Dr. Thomas Hopkins, ein führender Meeresbiologe, der Plankton studiert, äußerte sich dazu und sagte, dass in dieser Tiefe kein Licht vorhanden sei, sodass Photosynthese unmöglich sei und Pflanzen dort nicht leben können. Er fügte sogar hinzu, ich würde nicht behaupten, dass das Ding menschengemacht ist, aber es ist ziemlich symmetrisch
und die Ausläufer stehen alle in einem Winkel von 90 Grad zueinander. Dies ist der Grund, warum darüber so lange gestritten wurde. Wenn die Elanan-Antenne also keine natürliche Formation ist und wir nicht über die Technologie verfügen, um sie dort zu platzieren, wer oder was hat sie dort hingestellt? Steger und die Forscherin Joan Rior hatten eine Theorie. Sie wiesen darauf hin, dass die Antenne direkt auf einer 40.500 Kilometer langen Verwerfungslinie liegt, die unseren Planeten umgibt. Sie vermuteten, dass diejenigen, die das Gerät platziert haben, wichtige geodätische und seismische Aktivitäten messen wollten. Das klingt ziemlich hochtechnologisch für jemanden ohne Smartphone. Aber hey, wenn sie eine antike Version des iPhones gehabt hätten, wäre das jetzt definitiv ein Sammlerstück. Wenn das nicht genug ist, um ihre Gedanken zum Kreisen zu bringen, gibt es auch ein Petroglyph aus 6000 vor Christus im Sio Canyon, Utah, das der Eltanin-Antenne bemerkenswert ähnlich sieht. Bedeutet das, dass die Antenne schon seit über 8000 Jahren existiert? Und das ist noch nicht alles. Die Petroglyphen im Sio Canyon zeigen auch sehr merkwürdige Wesen, die viel größer sind als die Menschen und Tiere, die neben ihnen gezeichnet wurden, mit Köpfen, die aussehen, als kämen sie direkt aus einem Science-Fiction-Film. Könnten diese Wesen hinter der Elan-Antenne stecken? Stellen Sie sich ein Team von antiken Aliens vor, die um einen Konferenztisch sitzen und sagen: Wisst ihr, wir sollten wirklich ein bisschen Technologie auf die Erde werfen. Lass uns sie dorthin legen, wo niemand sie finden kann. Da kann man wirklich sagen, sie waren ihrer Zeit weit voraus. Die Petroglyphen beinhalten auch verschiedene andere seltsame Symbole und Kreaturen, die nicht so recht zu den üblichen Kritzeleien der Höhlenmenschen passen. Könnten diese Außerirdischen die Erde schon lange vor unserer Kenntnis von Raumschiffen besucht haben? Werden wir von außerirdischen Zivilisationen überwacht, die Geräte platzieren, um uns im Auge zu behalten? Wenn sie da draußen sind, was könnten sie sonst noch in unseren Ozeanen verstecken? Vielleicht wartet die nächste große Entdeckung nur darauf, gefunden zu werden. Oder sie ist bereits dort unten und winkt uns zu. Also wundere dich nicht, wenn du das nächste Mal in der Nähe des Ozeans etwas Seltsames unter den Wellen siehst. Es könnte der lang verlorene Cousin der Elan-Antenne sein. Oder sogar ein freundlicher Alien, der dir zurückwinkt. Wer weiß, welche anderen Geheimnisse die Tiefen unserer Ozeane verbergen. Eines ist sicher, der Ozean ist voller Überraschungen. Und wir haben gerade erst begonnen, an der Oberfläche dessen zu kratzen, was darunter liegt.